Für mich, wie sie 200 Milliarden aufgebraucht haben, um die Banken zu retten. Das war die erste Überraschung. Nach dieser Überraschung, nach dieser Überraschung habe ich ihnen gar nichts mehr geglaubt. Weil seit 20 Jahren mir erzählen, dass für nichts ein Geld da ist. Egal was immer das ist, ob es Altenpfleger sind, ob es Lehrer sind, ob es Schulbürger sind, egal was immer. Sie haben erzählt, wenn die letzten 20 Jahre, es war für nichts ein Geld da. Aber sie haben plötzlich von heute auf morgen ein Notprogramm gestartet, um die Banken zu retten. Und ich habe überhaupt noch nie was Blödes gehört, das ist so. Ich kann euch immer einen guten Vergleich sagen, es ist ungefähr so, wie wenn die Schafe sehen, wie der Wolf zusammengefahren wird und dann sagen sie, oh schau, der Wolf verblutet, wir müssen ihn retten. Was tut das, gibt es ja eigentlich gar nicht. Keller, wo kommen wir? Sie Kinder! Aufklären. Und am Mastermann macht irgendeine Landeklappe von irgendeiner Kapsel auf und dann fährt ein kleiner Roboter raus und dann nimmt die eine Gesteinsprobe und dann bringen sie die runter auf die Erde und dann können sie feststellen, dass der Mars aus 3% Silizium besteht und 6% Kupfer und 21% irgendwas, keine Ahnung. Aber es wäre etwas so, was nicht können. Sie können nicht für Gerechtigkeit sorgen auf ihrer eigenen Welt. Sie versuchen diese Welt zu verlassen, weil sie auf der Welt nicht mehr klarkommen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir sind eigentlich gar nicht dabei, wir kennen gar nicht aus. Das, was da stattfindet bei euch in den Universitäten, und ich habe es das erste Mal mitgehabt in Österreich, das habe ich grandios gefunden. Die einzige Art und Weise, Ihnen nochmal friedlich zu zeigen, dass wir den Ruf nicht machen können oder was wollen, ist die, dass wir einfach aussitzen. Dass wir hier sitzen und einfach warten, bis auch unsere Vorstellung und alles wird. Wenn du auf den Grund brauchst. Ratschläge verteile nur einen Ratschlag. Verhandelt es nicht mit ihnen. Ich sag's euch, wirklich. Sagt ihr eure Forderungen und wartet bis ihr voll seid. Und verlasst die Universität einfach vorher nicht. Das ist ganz einfach. Wirklich. Ich sag's euch. Es gibt alles. Ich sag euch halt. Hey. Es gibt alles. Wir haben keinen so schönen Hersaal wie den da zu übernachten. Die müssen den Freitrassen schlafen, weil dieser Staat immer dafür sorgen kann, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben und dieselbe Bildungschance haben. Verstehst du? Ihr sollt dafür sorgen, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Ihr seid die Generation, auf die es ankommt. Ihr seid natürlich später auch irgendwann einmal Richter am Staatsanwalt. Ich bin froh, dass ich heute mal kennenlernen, weil vielleicht brauche ich 20 Jahre. Ich habe die letzten 20 Jahre nicht mehr im Stadion mit gebraucht, ich habe gar gefunden. Aber vielleicht kann ich einen erinnern, aber das ist super Sache. Dann bin ich wieder rausgekommen, ein bisschen Kahnschlag, die beiden in dieser Gesellschaft, die Vollidioten und die Politiker, verstehst du das? Wenn wir einen Kinder verpacken und wenn wir einen Frauen verlieren. Oder Kinderfreund, ein Kind ist so ruhig. Und vom ersten Tag weg, da wird sie malträtiert. Ein Zigarettendrucker aus auf Erden, ein kleiner Finger bricht. Und kein gutes Wort hat jemals gehört. Eine Frau möchte gerne ein Kind abbleiben, als weiß, dass kein Kind braucht davon. Aber ein alter Mann bestimmt dieses Kind, Kind auf die Welt. Bestimmt war die Entscheidung gar nicht leicht, alter Mann. Aber ich sag dir was, Kinder kosten ein Geld. Hey, alter Mann, ich sag dir was, Kinder kosten ein Geld. Da hat sich so ein schönes Haus gebaut, so
so lange her gespart. Über Nacht haben sie mir einfach genommen, wo sie ihm gehört. Jetzt gehört der Bank sein Haus und er kommt mit in die Lektion. Und der Bank ist scheißegal, ob du fliehst. Und der Bank ist egal, ob deine Kinder Hunger haben. Und der Bank ist scheißegal, ob du eine Arbeit hast. Am liebsten aus der Bank, wenn du dich umbringst. Weil dann die Bank kein Ärger mehr mit dir hat. Ja, weil dann die Bank kein Ärger mehr mit dir hat. Hey. Und auf der ganzen Welt ist ein Krieg, jetzt für endlich einmal was dagegen. Für das haben wir die schließlich gewählt, ein Haufen Geld haben wir dagegen. Auf der ganzen Welt wird Leib abgeschlacht, alle haben wir gespinnt. Du bist all mein Vetter geworden, verhungert sind's da drin, hey! Aber so lange habe ich zugeschaut und so lange habe ich gewartet, dass irgendein neues Zeichen kommt von euch. Und ein bisschen mehr Respekt hätte ich eigentlich schon von euch erwartet. Hungrig war man, aber euch war es total gleich. Die Nazis sind alle in mehr geworden, heute wird es noch nicht und schaut euch doch um. Krieg, Krieg ist in unserem Land. Polizei, was die Deutschen sagen, hey, die Vorbeigheit, meine Herren, was die Deutschen sagen, hey. Nur mehr Polizei wie Deutsch, nur mehr der Gewalt, aber ihr habt eine Party feiern müssen, letzte Nacht, hey. Ja, nur mehr Polizei wie Deutsch, nur mehr der Gewalt, aber ihr habt eine Party gefeiert, die letzte Nacht. Ja, ihr habt eine Party gefeiert, in der letzten Nacht. Da tanzen, da ist ein Krieg, jetzt endlich einmal was dagegen. Und das Hammerbischen ist nicht voll, und auf der Teufel haben wir dagegen. Auf der ganzen Welt wird Leib abgeschlacht, alle haben wir gespinnt. Du bist all mein Vetter geworden, verhungert sind sie da drin. Auf der ganzen Welt sterben 40.000 Kinder jeden Tag. Aber du wirst nur den Kirchen, damit der Papst was zum Fressen hat. Auf der ganzen Welt verkauft. Was die Leute in der Presse kennt, aber ihr habt eine Scheißkriege, für die ihr einen Krieg braucht. Auf der ganzen Welt wird misshandelt, gefoltert und missbraucht und demokratisch gleich die Nazis regieren in unserem Land. Auf der ganzen Welt, hey! Auf der ganzen Welt! Auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt, dieser Krieg!